Ich habe sehr viel Lebensfreude, wo ich auch in meine Kleider reinstecke. Sehr viel verspielte kleine Details, die man vielleicht nicht gerade von Anfang an sieht. Ich mache es mit sehr viel Leidenschaft, weil ich es einfach wirklich liebe, das zu machen. Und es extrem schön ist, am Schluss die Arbeit zu sehen und die Umsetzung und was daraus entsteht. Ob ich meinen Traum lebe? Ja. Ich kann das machen, was mir liegt, was ich auch gerne mache. Und seit 2 Jahren lebe ich nur noch meinen Traum, dass ich eigentlich nur noch von dem lebe und das mache. Was ich stolz bin. Ich bin mega stolz, wenn ich merke, dass Kunden Freude haben oder auch, wenn es retour kommt, wenn ich sehe, dass jemand in meinen Sachen heiratet, dass jemand auf der Straße rumläuft und sich wohlfühlt. Feedbacks von den Kunden, wie von Freunden, Familie. Ich denke, das bringt mir am meisten und auf das bin ich auch stolz. Oder wenn eine ganze Kollektion gefotet wird und ich sehe nachher die Fotos, das ist so, ja, ist schön und tut einem gut zum Weiterarbeiten. In diesen 2 Jahren Selbstständigkeit habe ich sehr viel gelernt. Ich habe mir sehr viel auch erarbeiten müssen. Ich habe mir Gott sei Dank nicht viel vorgestellt im Vorhinein, was das heisst, weil ich wusste nicht, ob ich dann den Schritt gewagt hätte. Aber es sind jeden Tag eigentlich wieder neue Herausforderungen, neue Sachen. Es ist natürlich selbstständig, ist viel sich selber motivieren, Deadlines setzen. Was eigentlich alles auf einem zukommt, weiss man am Anfang nicht so genau. Ich schätze es extrem, weil ich auch mit der Selbstständigkeit sehr viel Freiheit habe und auch wirklich das umsetzen kann, was ich gerne mache. Und niemand muss fragen, ist das okay oder ist es nicht okay. Okay oder nicht okay wird von den Kunden beantwortet. Aber mir hat es extrem viel Freiheit gebracht und auch zu sagen, ja, Freiheit braucht. Punkt. Erinnerungen. Ich denke, ich habe nicht nur eine Erinnerung, die mich jeden Tag wieder aufstellt. Ich habe wirklich so Sachen wie für eine Kundin dürfen ein Hochzeitskleid nähen. Das sind die einzigen Aufträge, die ich wirklich mache für Privatpersonen. Das fällt wirklich mit dem Design, mit dem Zusammensitzen, dem Umsetzen und am Schluss ihrem eigenen Design können an einer Hochzeit sein. Und wenn ich dann das sehe, wie glücklich sie ist, dass sie ihr designtes Kleid hat, das ist extrem schöne Arbeit. Aber genauso, wenn ich auf der Straße rumlaufe und in der Stadt kommt mir jemand entgegen, der mein Kleid anhat oder meinen Mantel anhat, das sind so die Motivationen, die mich wirklich auch extrem glücklich machen und wo ich auch gerne weiterarbeite. Wenn ich nicht Modedesignerin wäre,
dann würde ich wahrscheinlich eher mit Kindern oder mit Jugendlichen zusammenarbeiten in verschiedenen Bereichen, was mich immer noch reizt, wo ich auch eine Zeit lang gemacht habe. Aber ich bin sehr gut aufgehoben in dem Bereich, den ich jetzt im Moment mache und ich würde eigentlich im Moment gar nicht tauschen. Wünsche für Sagenhaft und meine Arbeit und das Atelier ist eigentlich, dass ich wirklich richtig davon leben kann. Noch schöner wäre, gut davon zu leben. Dass ich weiterhin mega lässige Kunden habe, wie ich jetzt schon habe. Mehrere Läden, die es verkaufen. Und einen Alltag, der sich richtig einpendelt, wo ich weiss, was meistens auf mich zukommt. Also mein Tipp an jemanden, der sich in diesem Business Modedesign selbstständig machen will, ist, sich nicht zu viel Gedanken machen, ob alles gut kommen oder schlecht kommen, sondern sich reinstürzen. Es ist ein Business, wo man eher nebenbei noch einen Job braucht und sich vielleicht ein bisschen über Wasser halten. Das ist nicht ein Job, wo man irgendwie von 0 auf 100 Grad das grosse Geld macht. Sonst hat man extrem Glück gehabt, natürlich. In der Schweiz ist es schwierig, nur von dem zu leben und seinen Traum wirklich so können verwirklichen. Mein wirklicher Tipp ist, mit Herzblut allem, was man hat, reinzustecken, Vollgas zu geben und seinen Traum zu leben.